lieber das Buch mit dem Titel «Männer sind wie Waffeln und Frauen wie Spaghetti». Weil ich finde, das tut es so bildlich zeigen, wie wir funktionieren. Also zum Beispiel, ich als Frau, wenn ich denke, ist es nicht so, ich denke alles geradeaus, sondern das ist alles miteinander vermischt. Oder dann denke ich da etwas und dann ist das, hängt das ein dort und das ist einfach eins wie ein Krüsimüsi. Und bei den Männern ist das ganz anders. Männer, das ist so wie eine Waffel mit so Fältchen. Und sie sind immer in einem Fältchen aufs Mal. Und also wenn jetzt zum Beispiel der Mann am Arbeiten ist, dann ist er im Fältchen arbeiten. Und wenn ich dann am Abend komme und sage, oh, hast du an mich gedacht heute? Dann wahrscheinlich hat er das nicht gemacht, weil er schon im Fältchen arbeiten war, nicht im Fältchen, ich bin mit dir. Und was noch ganz speziell ist, es gibt auch Fältchen mit einem P drauf, P für parkieren. Und das bedeutet, wenn jetzt der Mann so ein bisschen da sitzt und einfach in der Ruhe ist und du ihn fragst, was denkst du? Und du denkst, ach, wahrscheinlich hat er etwas mega Tiefes gedacht. Und er sagt, nichts. Dann lügt er dich nicht an, sondern dann hat er einfach parkiert. Und in dieser Waffel hat es mehrere Fältchen mit einem P drauf. Und der Mann kann das, er kann einfach nichts denken. Und das ist völlig okay. Und das Buch ist total cool, weil es ist sehr lustig geschrieben auch, aber doch wirklich fadengeraden auf den Punkt. Und uns hat das total viel gebracht. Also ich glaube, wenn ich Rudi etwas erzähle und dann weißt du, fängst du dort an und dann kommt er noch das in den Sinn und dann denkt er wahrscheinlich, ah, das ist ein Spaghetti, das ist okay. Und wenn er irgendwie so etwas macht und sich wie nicht ablenken lässt und ich mich so vielleicht ein bisschen nerve, dann kommt es mir wieder in den Sinn, das Bild von der Waffel, und dann denke ich, ah ja, das ist okay, er ist jetzt einfach dort und er macht das. Und das Buch hat uns total geholfen, um wie diesen Bereich besser zu verstehen. Und nur schon das Bild von der Spaghetti, ich liebe das.